Ja, mit dieser fröhlichen Musik heißt es dann endlich auch mal wieder herzlich willkommen zurück zum Fernbus-Simulator. Ja, jetzt geht heute los mit der nächsten Strecke und zwar von Kiel über Flensburg bis nach Wolfsburg. Dann haben wir quasi einmal Deutschland bis auf die unten die beiden Orte abgearbeitet. Dann hängen wir uns nämlich nur noch hier unten Konzert und Hohenschwagengau. Das nehmen wir aber dann mit, wenn wir dann von Bern ausfahren. Weil Bern fährt es ja noch und dann können wir wahrscheinlich das die Ecke da unten mitnehmen. Gut, bitte mal sein. Es geht weiter heute. Und eigentlich habe ich ja alle. Ich habe eigentlich alle DLCs jetzt gekauft. Das kann ich, wenn wir nicht nochmal fahren. Der war A, unübersichtlich und B, naja, ihr wisst, was ich meine. So, der VDL Futura. So ein kleiner Bus jedenfalls. Futura 122, 129. 139, also 135, 139. Jetzt haben wir hier noch den langen Bus, die 148. Und den Doppelschockbus, die 141. Was ist das für ein Unterschied eigentlich? Längefrage? Ja, die Länge ist es. Bis jetzt, wir fahren mal den hier. So, wann kommt die Folge raus? Am 24. Okay. Zeit nochmal Mittag, würde ich sagen. Anwendung. Oh, Wetter natürlich dynamisch. Und dann geht's rein in unsere Fahrt. Ja. Endlich wieder Flixbus fahren. Jawohl. Ja, es ist halt einfach jetzt gerade mal so ein bisschen zeitlich einfach nicht drin. Heute kann ich. Ja, da ist er. Unser VDL Futura. Den wir heute haben. Wie lange ist es jetzt? Steht jetzt gerade nicht drin. Mal gucken, wie er wird. Oh, die Tür geht da vorne auf, okay. So, jetzt müssen wir hier mal den Motor starten. So, den machen wir noch nicht ganz an. Warte mal. Drive. So, jetzt muss ich gerade kurz gucken. Klima an, 21,5. So. Genau, die Anzeige anmachen. Ganz, ganz leise haben wir so diesmal. Ganz, ganz leise haben wir so. PC an, WLAN haben wir natürlich auch an. Und Fernlicht brauchen wir nicht. Das ist jetzt hier Parklicht. Gedimmtes Abblendlicht. Fahren wir mit dem Abblendlicht. Mal gucken, ob wir jetzt gerade so ein bisschen Sehrsicht haben. Ja, sieht schon deutlich besser aus auf jeden Fall. Gut. Starten wir rein. Wir fahren jetzt von Kiel aus nach Flensburg. Die eine Stadt, die uns ja noch hier auf dieser Route fehlt. Und ich weiß, dass das Spiel sehr, 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 sehr gut ankommt. Und deswegen dachte ich mir, jetzt hast du wieder mal ein bisschen Luft. Jetzt kannst du mal wieder ein, zwei Fläschchen aufnehmen. Also das ist sehr, sehr laut, der Blinker. Also ich habe jetzt tatsächlich das erste und das zweite DLC gekauft. Und dafür jeweils 20 Euro gelatzt, nur so nebenbei. Ne? Also das Ding kostet tatsächlich, diese DLCs kosten immer 40 Euro. Wenn das dritte DLC jetzt und die restlichen muss halt dann nochmal 20 Euro kostet, dann bist du hier bei fast, bist du bei fast 200 Euro alleine für dieses Game. Und beim besten Willen, es macht wirklich Spaß. Das ist es nicht wert. So. Machen wir mal die Tür auf. Moinsen! Okay, er hat nur eine Ladeklappe.
Wie weit ich das jetzt sehe. Und dann gucken wir mal auf. Achso, ich sollte mal anmelden, ne? Wolfsburg. Osnabrück. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, was ich reingenommen habe. Alan Thielmann, da unten ist er. Ich gehe jetzt nur über die Namen. Flensburg, ja, weiß ich, habe ich. Flensburg, weiß ich. Die Stadt, die nicht existiert, Egeprobst, da unten. So, Konrad Simon, da unten. Hannover, Jahrenwimmer. Wenn man ausstimmt, da haben wir doch ja. Jo, da. So, ein paar Leute stehen hier noch. Hey, hallo. Kimi Winkelmann. Ja. Ich wollte ihn eigentlich jetzt erst nicht nehmen, aber sondern die Dame dahinter, aber das ist auch nicht schlimm. Du bist der Lian Ebert. Hier, ja. Stanude, Mieke Bischof. Die Mieke. Frederik Popp. Ja. Und jetzt fehlt noch zwei. Du bist die Maren Heinemann. Da ist er. Und dann bist du bestimmt Adrian Meyer, oder? Ja, bin ich. Perfekt. Alle Wagen sind an Bord. Alle Fahrgäste sind an Bord und wir können unsere Fahrt. Okay, du hast nur einen Vorwärtsgang. So. Oh, ich hatte raus jetzt gerade. So, Anlage. So, ich muss mal kurz meinem Chef Bescheid sagen, dass ich hier loslege. Pupp. Wir fahren auf Flensburg. Unsere erste Runde. Nach Flensburg sind 118 Kilometer. Ja, Flensburg jetzt ja noch fehlt auf der Route. Da wir ja von dem damals noch nicht im Level hoch genug waren, konnten wir, als wir hier in Kiel waren, das war ja relativ am Anfang, konnten wir noch nicht nach Flensburg fahren und deswegen müssen wir es jetzt erst nachholen. Und wie gesagt, die anderen beiden Städte machen wir zuletzt. Ich habe mir Spaß gemacht, wie weit alle Städte, die jetzt noch offen sind, zu verbinden. Danach offen, wenn wir das heute durch haben, zu verbinden. Das sind 4200 Kilometer. Das wären so circa, ja, 5-6 Folgen. Grobe Richtung. Und dann haben wir den Flensburg-Simulator fertig. Oder Fernbus-Simulator. Und ja, und dann werde ich euch verraten, was es als nächstes gibt. Das mache ich jetzt noch nicht. Ich könnte natürlich jetzt schon das Geheimnis lüften, aber ihr werdet es dann einfach sehen. Ne? So, knapp 100 Kilometer bis auf Flensburg, dann hätten wir den Norden weg. Also zumindest den ganz großen Norden, also wie gesagt Kiel und dann Flensburg. Ich kann eigentlich mal rüberfahren, weil. So, das ist hier rechts so? Eine Baustelle, okay. Ich dachte mir jetzt gerade irgendwas, das ist irgendwas, das ist eine Sehenswürdigkeit, die ich noch nicht kannte. Also ich kenne auch nicht alle. Also das letzte Mal, wo ich in Kiel war, das war sehr, sehr lange her. Also, das ist halt, wie gesagt, schon sehr, sehr lange her und ja. Na komm, Kollege. Das ist
ist aber ewig, ekelhaft laut. Kann ich das leiser stellen? Audi, warte mal. Musikdialoge. Gesamtlautstärke. Nee, kann ich nicht. Weil das ist echt sehr, sehr laut. Das ist bei den anderen Bussen ist das nicht so laut. Also zumindest beim Neoplan, den ich am Anfang lange gefahren bin. Aber wir wollen ja so ein bisschen durchwechseln. Wir werden natürlich, ich weiß nicht, ob alle Busse hinkriegen, aber wir werden halt wieder durchwechseln. Und jetzt dachte ich mir, fährst du mal ein VDL. Eine Marke, die ich tatsächlich noch nie gefahren bin. Ja, ich bin tatsächlich im Besitz eines Busführerscheins. Ich bin Busfahrer von Beruf. Für die Leute, die mich nicht kennen. Und allerdings für Linienbus, nicht für Fernbus. Ich kann zwar rein theoretisch, könnte ich auch sagen, ja, ich könnte Fernbus fahren oder Reisebus fahren, aber A, fehlt mir natürlich die Erfahrung dafür und das Training. Also ein Reisebus ist wahrscheinlich wieder eine deutlich andere Nummer als ein Linienbus. Auch von der Größe her schon am Ende eine ganz andere Geschichte. Also wir fahren zum Beispiel, bei uns in der Firma fahren wir zum Beispiel noch Fußballfans und ja, da haben sie mir schon gesagt, also wenn die mal anfangen, wirklich Party zu machen und rumzuspringen oder was auch immer, da machst du nicht allzu viel. Da kannst du als Busfahrer nicht sagen, hey Leute, halt mal die Klappe. Das klappt im Linienverkehr deutlich besser. Aber wie gesagt, naja. So, also wir fahren jetzt den Weg nach Flensburg. Und von Flensburg ist das nächste dann Osnabrück. Oh, das ist ein langes Stück. Das ist ein langes Stück da oben bis dahin. Weil Hamburg, Bremen, das haben wir alle schon freigeschaltet. Osnabrück. Bielefeld, oh gut, danach geht's eigentlich von der Strecke her. Das ist eigentlich jetzt nur diese zweite Etappe, die wir haben. Das ist eine sehr, sehr lange Etappe. Aber alles andere, was danach kommt, ist relativ klein Scheiß. Also die Folge wird wahrscheinlich nicht allzu lang werden. Die wird keine 2 Stunden dauern, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann, liebe Leute, dann geht's langsam Richtung Frankreich. Und wenn wir Frankreich dann abgearbeitet haben, das eine ganze Weile dauern wird, weil die Städte sehr, sehr weit auseinander liegen. Und man hat ja auch so ein bisschen Städte, die irgendwo komplett in der Ecke unten liegen. Ich glaube, wenn wir uns mal Frankreich so ein bisschen angucken. Nizza, ne? Marseille, Toulouse, Marseille, Nizza. Also hier oben, also die Ecke. Wahrscheinlich werden wir dann Lyon fahren. Also das ist, ne, ihr seht es gerade, Perpignan haben wir hier noch, also Toulouse, Perpignan, wahrscheinlich Marseille, Nizza in einem Rutsch fahren. Ja, gucken wir dann einfach, wie gesagt. Ich bastel mir da schon irgendwie was zurecht. Aber machen wir jetzt. Ab der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, nach Frankreich. Und ich vermute, wie gesagt, wenn alles gut läuft und wir jetzt komplett durchziehen können und alles drum und dran, was haben wir heute? Samstag. Also werden wir nächste Woche durch. Also im Spiel. Probe, ruhig tun. Dann sind wir zumindest mit der Karriere durch und hätten alle Städte freigeschaltet. Und das ist das Ziel, was ich mit euch zusammen habe. Ne? Jo, 50 Kilometer noch, also 60 knapp. Noch bis zum großen Ziel. Da habe ich auch die erste Pause. 14 Uhr noch was, ne? Oder bin ich da jetzt irgendwie komplett nicht informiert? 16 Uhr. Ah, wir sind um 12 Uhr los, ja. 16 Uhr. Noch 3,5 Stunden. Also wir sind jetzt gut eine halbe Stunde unterwegs jetzt. Auf dem Weg, wie gesagt, von Kiel nach Flensburg. Was eigentlich nicht allzu weit ist. Wie gesagt, 120 Kilometer, so was knapper Richtung. Aber Flensburg ist halt so eine Stadt im Norden, die müssen wir noch mitnehmen, weil die uns auf dem Wissen noch fehlt. Und dann fehlen uns, wenn wir das Ding heute durch haben, noch 2 Städte. Und wie gesagt, das sind dann Konstanz und Neuschwangau. Dann haben wir sie auch weg. Aber wie gesagt, die nehmen wir mit, wenn wir dann aus Frankreich wieder kommen, weil da fehlen uns in der Schweiz nämlich noch mit Genf und Bern 2 Städte. Und dann werden wir wahrscheinlich das alles in einem Rutsch ziehen. Grobe. Vermutung. Ne?
So. Flensburg. Einmal rechts runter, dann sind wir schon da, oder fast schon da, sind noch gute 30 Kilometer jetzt hier. Ja, Hilfe, Hilfe. So. Ja, Musik ist überbewertet. Zumindest im Spiel. Kann ich die eigentlich anschalten? Anschalten im Spiel? Audio? Motorhupe. Okay, ist aber schon arg leise. Musik klar, 60, 65 habe ich hier runtergedreht. So, 20 Kilometer. Kriege ich den jetzt überholt noch schnell? Ja, kriege ich doch hin. Scheiß auf den LKW hier. Guck mal, schön vor der Ortschaft, so wie man es richtig macht. Und jetzt sind wir schon in Flensburg. Moment. Liebe Flensburger, muss das so sein? Und nochmal, wie gesagt, dieses Game kostet eigentlich 40 Euro. Das kostet mit den DLC zusammen, wenn sie alle drei drin sind. 100 Euro. Ich habe 40 Euro nachgezahlt für zwei DLCs. Und dann wachsen bei euch die Bäume aus der Straße? Kann man so machen, ja? Also, ich muss es ja immer wieder ansprechen. Also das Ding, das strotzt teilweise echt vor Bugs. So viel Laune es macht wirklich so viel Laune. Das Ding hat sehr, sehr viele Bugs. Und das ist ein Bus und kein Düsenjet. Halt die Klappe. Das ist auch mit ein Grund, warum, apropos Bugs, das ist mit ein Grund, warum ich den Bus Simulator 21 nicht das DLC spiele. Warum ich nicht Desktop spiele. Für die Leute, die danach fragen, das Spiel stürzt immer wieder ab. Ich warte, bis alles gefixt ist und dann werde ich euch das Ding jetzt playen. Aber jetzt ist es momentan nicht möglich. Was bringt mir das, wenn ich im Spiel spiele und dann nach 5 Minuten das Ding wieder abspiele? Das bringt einfach nur Frust, das nervt und deswegen warten wir einfach. Müssen wir warten. Leider, es tut mir leid. Ich habe mich selber darauf gefreut. Ich habe auch den Bus-Simulator, habe ich ja komplett durchgezogen. Sekunde, ich muss mal gerade ein bisschen was gucken. Da muss ich durch. Sekunde, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ist das richtig so, dass ich hier durch muss? Ja, scheinbar, ne? Da will ich da halt da wieder rein, okay? Boah, Alter, was ist das für eine Ecke hier? Boah, Alter, aber punktgenau gelandet. Die Nummer. So. Hilfe. Boah, Leute! Die dicke Busfahrer muss mal irgendwie da gerade an mich vorbei. So, jetzt schmeiß mal einen Scheiß da mit rein, bitte. Schneller, morgen ist der Tag rum. Ich habe heute noch ein bisschen was vor. Hallo! Meine Fresse, dreht euch schon mal bitte rum. So, wie haben wir denn? Adelina Juncker.
Auf der 6 da. Sally Neugebauer. Jawohl. Ja, 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 das will ich haben. Einer Hopf. Und Schweig, Busbahn, warte mal. Angelo Bayer, da. Ja, verschwinde mal. Das ist klar, Braunschweig. Hannover, ich grüße einfach gut. Das Spiel wird mir schon sagen. Heilbronn, nein. Ja. Hallo. Was ist das? Das interessiert mich nicht. Ich will den Kollegen hier vorne ansprechen. Sag mal. So. Gut. So, was haben wir jetzt als nächstes? Osnabrück, glaube ich, ne? War das jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mach dich nicht unbeliebt. Geh mal mit dem scheiß Handy hier auf Eier. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der Vorteil ist bei mir, die gibt man nicht auf den Sack. Halt, warte, ich kurz mal anmelden. Richtig gesehen? Osnabrück? Ja. So, jetzt haben wir Flensburg weg. Jetzt ist ein Vorteil, jetzt haben wir schon mal die große Ecke hier vorne im Norden raus. Und jetzt. What the fuck? Das sehe ich ja jetzt erst. Oh, Entschuldigung. 500 Kilometer bis nach Osnabrück? Ja, gut, okay, das sind ja jetzt. Ja, ja, wir fahren es quasi, also wir werden es in einem Rutsch fahren, klar, aber ich werde die Aufnahme splitten. Ich werde zwar jetzt, also ich habe ja immer wieder neue Videos, die ich einfach komplett zusammenpacke. Ne, dann mache ich bei 250 einen Cut. Dann fahre ich jetzt 250, dann machen wir für mich einen kleinen Cut. Für euch geht es natürlich weiter und dann haben wir den letzten 250er Teil. Ja, oder was ist das? 600? Nee, 500. 500, ja, ja, alles gut, von 508 fahren. Ich habe jetzt gesehen, 588, habe ich gedacht, ist okay, aber ist nicht so. So, jetzt muss ich gerade mich hier ein bisschen rausorientieren. Also, wie gesagt, der längste Weg, glaube ich, also vermute ich zumindest, den wir ja jetzt in diesem Let's Play zumindest bisher haben. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich dann aussieht. Ja, läuft. Aber egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und danach die nächsten Orte, die wir dann haben. Es ist doch keine Verfolgungsjagd. Halt die Klappe. Kann ich laufen mit dem Meckers. Uschi. Boah, Alter. Dimmel. Timmel ist es. Jetzt kann ich den Moment, muss ich natürlich einen Moment warten. Oh, Alte. Ich bin hier lang links. So, Hafen geradeaus. Oh, Alter. Schleich doch! Ey! Also rasen, ihr könnt ja sonst was, ihr könnt ja trotzdem rasen. Ich hoffe, in Villa hätten die dem jetzt die Vorfahrt genommen, das wäre dem scheißegal gewesen. Nein, nichts gegen Tümmel. Tümmel ist cool. Oh. Tümmel! Was geht denn hier ab? Deine Mutter geht ab. So, wir fahren jetzt. Ich muss den Kollegen hier. Ah, ich kann dich überholen. Hallo! Muss ich schieben oder was?
Na also, wird doch Zeit, um mit Gas geht's. Also, wie gesagt, jetzt haben wir eine lange Strecke. Bis nach Osnabrück. Naja. Ein Vorteil haben wir jetzt mit dem Bus hier. Wir sehen die Tacho und die Tankmatel. Das war bei dem anderen nämlich nie so. Da muss ich raten, dachte ich mir, oh Scheiße, wir haben keinen Tanken mehr. Jetzt geht er weg, Gott sei Dank. Ich Flixbus, nicht Vorfahrt. So, jetzt müssen wir hier einmal rundherum. Aber ich glaube, dass wir jetzt seit. Dass wir eh. Von der Zeit her. Eh gut im Soll sein sollten. Schön, die Autobahn ist komplett frei. Also, wir knallen dankbar durch. Warm. Kann ich hier Fenster auch mal mit der Karre? Also ist wirklich warm. Ah, schon besser. Leider kann ich keinen Ventilator anmachen. Es ist wirklich, also mir ist warm, muss ich jetzt gerade zugeben. Draußen geht es jetzt eigentlich, sind jetzt irgendwas über 20 Grad und Regen. Letzten Tage war es echt schlimm. Also ich habe gestern Abend Formel 1 aufgenommen. Also für euch vorgestern. Bei 32 Grad. Ich habe eine Dachgeschosswohnung. Das ist total toll. Und ich fahre Lenkrad. Und mein... Eigentlich ist es ein Kinderzimmer. Es ist mein Zockerzimmer. Da steht die Sonne normalerweise von der Seite drauf. Ich habe so weggeölt. Ich habe gestern nur die drei Kapitel Breaking Point gemacht und bin da quasi danach nochmal duschen gegangen. Jetzt muss ich natürlich jetzt mal ja. Ich bin gestern nochmal komplett unter die Dusche gegangen, weil mir einfach so irre warm war. Ich habe mein Ventilator angemacht, hatte auf der kleinsten Stufe laufen lassen und man hat das Mikrofon gehört. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich lasse das Ding tatsächlich aus. Weil sonst ist es halt die ganze Zeit nur dieses Rauschen. Und das will ich euch nicht. Wollte ich euch in der Aufnahme nicht antun. Oh, 34. Wir haben jetzt noch gute 180 vor uns, bis ich dann quasi einen kleinen Break mache hier. Aber wie gesagt, brauche ich weiter. Ihr merkt eigentlich immer nur, wenn ich auf Pause drücke, dann mache ich eigentlich nochmal. Also wenn der hier passiert, dann mache ich eigentlich normalerweise einen Break. Jetzt nicht, aber gleich bei oder fast eigentlich nur. Jetzt habe ich eben gerade einen Break gemacht, bevor ich den Bus angestiegen bin. Ihr merkt es schon, wenn es so ist, aber ja. So, mal hier an dem LKW vorbei. Ich hoffe nicht, dass er uns durch Hamburg und Bremen leitet, sondern außen dran vorbei. Also Hamburg nicht auf jeden Fall. Bremen auch nicht. Also er leitet uns komplett über Autobahn. Ja, ja. Wir fahren jetzt über die A1 komplett. Also A7 und dann geht's quasi kurz vor Hamburg auf die warte mal. Soll ich es richtig jetzt sagen? Wir sind auf der A7 und dann geht's Richtung Kiel runter auf die A21. Ja, ja. Also gleich irgendwann die nächste ab. Und dann geht's auf die A21 und dann geht's auf die A1. Mm-hmm.
Naja, ich, das ist momentan teilweise unerträglich. Also, ja, warum sind viele Videos jetzt die letzten Tage ausgefallen? Ganz einfach. Ich habe euch eigentlich erzählt, dass ich das Fahrrad von Bus bin. Und mein Dienstplan hat jetzt quasi gesagt, arbeite jetzt 12 Tage hintereinander. Ich bin jetzt, heute ist Freitag. Warte mal kurz. Warte mal. Ach, wir müssen hier runter. Wir sind sowieso gezwungen, hier runter zu fahren. Nach 12 Tagen bist du dann sowas von durch. Und ich habe einfach genug Projekte. Also FIFA lief dann durch, Assassin's Creed läuft durch. Jetzt kommt das Formel 1 mit dazu, was quasi Freitag, Samstag, Sonntag läuft. Ja, es ist einfach wenig Zeit momentan. Klar will ich auf jeden Fall so viele Videos wie möglich machen. Ich habe da auch immer Bock drauf. Aber mir fehlt halt einfach die Zeit. Und dann habe ich natürlich auch ein Privatleben noch nebenbei. Was viele nicht glauben. So. So, jetzt haben wir die Autobahn ja ausgebaut. Jetzt sind wir wieder. Hört das die eine auf der 21? Ja, ne? Bist du eigentlich? Wir sind jetzt gleich schon wieder Höhe Kiel. Rechts von uns ist Kiel. Wir haben jetzt einmal diese 120 Kilometer. Die haben wir jetzt quasi hin und zurück gefahren. Und jetzt sind wir wieder so, dass wir sagen, ja, hätte ich Flensburg nicht mitgenommen, wäre die Strecke deutlich kürzer. Boah, das Wetter ist aber auch. Wir live gerade, ne? So, bisher sind wir noch nicht geblitzt worden. Aber ich habe eine Vermutung, dass wir es irgendwann schaffen. Wie gesagt, ich könnte mich ja hier in eine Wanne legen beim Zocken. Es ist so knallewarm. Und ich habe halt, gut, bei mir läuft der Playstation, läuft der Laptop, läuft der Fernseher. Und ich hätte halt gerne, ja. Wäre die hier ein bisschen rumschleichen, warum auch immer den LKW nicht überholen. Da soll mir recht sein. Guck mal, typisch Linkspur, ne? Typisch deutsches Auto. Hauptsache schön linke Spur. Und zwar festgenagt, grundlos. Jetzt kommt er rüber. 3,50 noch bis Osnabrück und dann wie gesagt kommen die. So, jetzt überholt er mich, jetzt zieht er erst komplett rüber von links auf die Mittelspur und dann geht es auf die Rechtsspur und hängt jetzt hinter dem LKW. Soll mir recht sein, mir ist es egal, ich überhole es einfach wieder alle.
So, lass mich raten, es ist jetzt Nacht bald. Nee, sag ich nicht. Es ist Mittag. Es ist 14:20 Uhr. Pause 17 Uhr, ne? Ja, oder? 16, anderthalb noch. Schaffen wir uns noch ruhig noch vor der Pause? Ich gehe mal von aus, dass nicht, nein. Ich gehe mal davon aus, dass nicht. Es würde mich zumindest sehr schwer wundern, wenn es so wäre. So, 325 noch. Also wie gesagt, bei 250 war ein kleiner Break. Und der letzte Teil fahren wir dann auf jeden Fall noch dann zu Ende und dann hören wir das auch weg. Und dann geht es eigentlich relativ schnell. So, Hamburg bringen wir Hannover. Wir müssen jetzt recht runter, oder? Rostock-Berlin ist eigentlich in der falsche Richtung. Ja, wollte gerade sagen, es geht schon nach rechts rüber, also wir müssen jetzt hier raus. Ja gut, wir müssen ja in Richtung Hamburg und Bremen. Wir nehmen sie nur nicht mit. Boah, es ist warm. Das Taxi hätte mir voll gegen rechts. Ja, Taxi. Ah, das sieht schon an sich. Lass mal einfach mal ziehen. Schwerin, Ludwigslust. Geh weg da! Immer viele Taxis unterwegs. Hamburg, Bremen. Da habe ich jetzt nicht gesehen. Oh. Ja gut, im Norden, ne, ist immer Scheißwetter. Bald am Videoende, nicht am Folgenende, am Videoende, weil ich kann immer nur eine halbe Stunde am Stück aufnehmen, sonst wird die Datei zu groß wegen dem rüber kopieren für den USB-Stick. Ich darf nämlich nur 4 GB machen, was ungefähr eine halbe, was ungefähr wie gesagt 30 Minuten ist. Ne? So, Bremen, Hannover, Braunschweig. Sind wir geradeaus, oder? Ich würde sagen ja, weil Braunschweig klingt gut. Da waren wir nämlich noch nicht. Braunschweig klingt immer gut. Ja, ja, es geht hier Hamburg. Also wie gesagt, sobald wir das einmal hier alles durch haben, Bielefeld, da gut, Steinhude, Hannover, das ist ja durchmachbar und dann halt irgendwann Braunschweig und Wolfsburg, also ja, dann haben wir es auch einmal durch. Magdeburg haben wir schon. Das geht schnell. Sobald wir jetzt einmal hier sind, gleich in Osnabrück. Ich muss gerade gucken, wo müssen wir lang? Gerade da aus, ne? Ja. Tankung sieht auch gut aus, wir haben noch 3/4 Tank. Aber der große Teil hier. 80.
Polizei juckt das sehe ich nicht, sehe ich auch nicht. Dass ich hier gerade mal komplett rechts vorbei, halb auf dem Standstreifen vorbei fliege an der kompletten Sorte. Oh. So, muss man nochmal gerade halten. So. Gleich haben wir es. So. Und jetzt ende mal kurz das Video. Ja. Geht aber vor euch gleich weiter. So. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Osnabrück. What the fuck? Ja, wir sind jetzt mit dem zweiten Teilstück dran, die zweiten 250 Kilometer, die uns jetzt anstehen. Auf unserer Strecke, die mal 508 Kilometer lang war, als wir in Flensburg gestartet sind. Wir müssten jetzt eigentlich irgendwo höher Hamburg oder Bremen sein. Wo sind wir denn? Hamburg. Kurz hinter Hamburg sind wir jetzt gerade. Oh, wie es natürlich in Norddeutschland passt, es regnet. Gut, jetzt hier in Ostdeutschland, ich komme aus der Nähe von Leipzig, da ist es genauso. Es ist gerade bedeckt, es regnet. Es tut zwar mal gut, aber ja. Und es kühlt merklich ab, aber es ist halt trotzdem immer noch schweinewarm. Rechts bremst mal kurz. Und hier vorne fährt die Polizei und die juckt's mal gar nicht. Die müsste, hätte da normalerweise so eine Schelocke anhalten müssen. Gute Frage, wann haben wir eine Pause? 17 Uhr? 17 Uhr. Das heißt, wir machen jetzt unsere Pause. Dann können wir nämlich mehr oder weniger durchfahren. Dann müssen wir, glaube ich, mal eins oder was. Da können wir wahrscheinlich sogar durchfahren ohne Pause. Aber ein bisschen gucken. Wir machen das Ding. Bringen wir. Was ist das Ding? Ja, Entschuldigung, ich muss die Scheibenwische ausmachen. Weil ich jetzt nicht auf Anhieb weiß, dass ob da noch irgendwas gekommen wäre in einem Rasthof. Ich wollte gerade sagen, der nächste Rasthof wäre hier unten gewesen, hinter Bremen. Auf dem halben Weg Richtung Osnabrück. War schon die richtige Entscheidung zu sagen, jemand was. So, Pause! Dann machen wir das mal kurz. So, jetzt muss ich vergessen zählen. 19 haben wir an Bord. 19 haben wir an Bord. Okay. Hier gehören wir schon zusammen. So, da sitzt der Rest oben. Moin! Der dicke Busfahrer muss kontrollieren. So, warte mal, warte. Kimi Winkelmann, nicht kurz hier so von vorne weg. 14, 15. Und keiner in der ersten Reihe sitzt. Gut, die Coolen wollen wahrscheinlich alle in der letzten Reihe sitzen. 17. Gut. Damit haben wir sie alle kontrolliert. Und wir können unsere Fahrt fortsetzen auf dem Weg in Richtung Osnabrück. So. So.
Dann lösen und weiter geht die Reise. Gut, das haben wir schon gesagt. Gut, und wir haben jetzt noch 200 paar zerquetschte bis zur nächsten Etappe, bis zur dritten. Da wäre eine Polizeikontrolle gewesen auf der anderen Seite, aber das ist jetzt, ehrlich gesagt, nicht unsere Baustelle. Und Hauptsache, der Kollege hängt hier an dem langsamen LKW. Der schleicht hier gefühlt mit 20 über die Straße. Und ja, die LKWs haben sich, ich sehe genauso aus, und der Name ist etwas anders. Die ersten beiden Buchstaben. Aber hier steht Food Logistics drauf. So, dann haben wir hier vorne. Eigentlich ja nichts, okay. Entschuldigung. Sache, ja, bei dem Wetter kannst du teilweise gar nicht pennen. Mein Wecker ging heute Morgen um 2 Uhr. Ja. Gestern Morgen, ja. Wenn die Folge rauskommt. So, jetzt haben wir noch 180 Kilometer. Ja, ja, gut, okay, das Stück, das zieht sich wirklich extrem. Aber wir haben, ja, Hamburg-Bremen haben wir ja schon relativ zeitnah gemacht. Da haben wir, glaube, vierte, fünfte Folge oder so haben wir die gemacht. Aber wir konnten halt aufgrund des Levels nicht nach Flensburg, das haben wir jetzt nachgeholt. Und dann ist der Norden, und das heute, wie gesagt, durch einmal komplett abgearbeitet. Halt 70 Kilometer noch. Geht eigentlich fast schnell. Also relativ schnell. Was haben wir denn hier? Bremen Osnabrück geradeaus weiter. Hamburg, Bremerhaven rechts, brauchen wir nicht weiter. Hannover übrigens nicht Hamburg. Weiter geht's geradeaus. Aber wir müssen, wie gesagt, wenn man nach Bremen raus, also ich glaube, dann haben wir es fast durch, weil dann sind die ganzen Städte aneinander. Haben Sie da ploppt ein Traktor gerade mal auf? Ja, hier, linke Seite. Wir haben schöne Elefanten drin hier. Hallo Tümmel! Ich habe ein Paket für mich. Ich
bringen wir uns aber schön in den Schatten. Ich glaube, jetzt wissen wir mit dem zweiten DLC einen Sprinter fahren. Also das Fahrzeug, das wir vor uns haben. Eigentlich wüsste man, was wir machen, aber nicht auf so weiten Strecken. Das ist totaler Schwachsinn. Das Ding hat vielleicht 8 Sitze oder so. Oder 16 nach innen. Und damit kannst du nicht viel transportieren. Also das, was wir jetzt an Bord haben können, könnten die gar nicht transportieren. Timmel. So, weiter geht's geradeaus jetzt auf jeden Fall erstmal. Ich vermute, dass wir hier rüber müssen. Dass die rechte Spur, wo der Grüne jetzt ist, ist ja quasi einmal abgelegt. Ja, so ist es auch. Ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung. So, und jetzt haben wir... Zu schnell auf jeden Fall. Oh, wie verwirrt ist das denn? Wir sind ja schon bei dem Rastplatz jetzt hier gleich. Keine 100 Kilometer mehr. Wir hätten es von der Zeit her nichts geschafft. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Nein, halt die Klappe. So, da sind wir schon wieder auf der 100. Und jetzt haben wir eine Polizeikontrolle. Jetzt haben wir eine Polizeikontrolle. Wir können es auch gekonnt ignorieren, würde nichts passieren, aber haben wir schon mal gemacht. So, mal gucken, ob irgendwas im Bahn standen hat. Ich habe es nicht jetzt bewusst mal ausgemacht. Führerschein okay, Fahrzeugschein in Ordnung, Licht okay, Warndreieck vorhanden, Bahnweste, sonst immer meckern wird wahrscheinlich die eingestellte Fahrgäste, oder? Naja, auf 17 von 19. So, Polizeikontrolle haben wir auch abgearbeitet. Er hatte nichts zu meckern. Und ich mach's nicht für an. Ich bin auch unabhängig vom Taktverlauf, bin ich tatsächlich unabhängig vom Taktverlauf, bin ich auch jemand, der mit Licht über Tag fährt. Ihr steht dort gefühlt auf der Autobahn. So, den jagen wir hier. Wie haben wir denn noch? 60 Kilometer.
So, jetzt haben wir die Zeremonie mit aufgehoben, aber wir können hier noch 100 fahren. Amsterdam Arnhem, ja, da waren wir auch schon. So, 40 Kilometer. Ja, zieh 3 Meter von mir rein, das ist klasse. Sache, das habe ich heute echt. Wow, oh, Mats Simpson will auch noch vorbei. Das ist hier typisch. Das ist hier auch so typisch. Ich bin hier, du bist hier mit voller Breitseite rechts abgebrezelt. Und die Karre, die sagt da nur, ich muss rechts abbiegen. Also ich heute mehrmals erlebt habe, war, ich werde vom Auto links überholt, der zieht komplett rechts rüber und biegt rechts ab. Dort? Warum? Mach doch den Scheiß nicht mit mir. Gib doch einfach mal hinter mir. Haben Sie es so eilig? Ja. Der Olle wartet mit der Suppe. Heute gibt's Würstchen und ihr wollt Würstchen. So, 33 Kilometer noch, dann haben wir es auch geschafft. Dann sind wir in Osnabrück und dann, wie gesagt, sollte es eigentlich relativ schnell gehen bis nach. Hast du sie eigentlich immer so? Ja, ich guck bei den anderen Folgen, ihr wisst, was ich meine. Oh, Entschuldigung, Kollege. Wie Flixbus, die Vorfahrt. Ja, ist das für Schüler zu pissen? Ich hoffe, froh, dass es gerade aufgehört hat. Ja, das! Was war einer? Warum, wenn ich links überhole, dann zieht man dann rüber? Ich trimmel, ich kann nicht das können. So, da sind wir in Osnabrück. Was? Leckt aber gerade nicht, ne? Ich mag den Leck. Nein, Spaß. Ach komm, scheiße, das ist die Knöllchen. War aber halt mal 80 gefühlt durch die Stadt. Doch. Achso, ich kann ihn ja laufen lassen, warum? So, Fakt ist, wir sind in Osnabrück. Hallo? Hier, mein Tech. Nein. Hallo.
Was will mit deiner Zwilling? Du willst ein Ticket haben? Na Braunschweig! Ich will ein Spiel spielen. Alter, da fehlt nur noch das Dreirad. Das hat ja Vogt, ja hier. Guck mal, du genauso. Laura. Wahrscheinlich hier vergessen zu gucken, was gab zu legen oder was auch immer. Alter, du warst doch sicher mal ein Kerl. Ich bin die Marlene. Nach Bielefeld. Grüezi, bin ich hier richtig? Der Bellet. Jo. Hallo, wie ist denn? Nach Kassel. Ja, weniger. Michael, go. So, du bist bestimmt Nina Bernd hier unten, oder? Ja, ist er. So, wahrscheinlich geht's jetzt eh schnell. Gut. Warte mal kurz. So, jetzt ist es wichtig. So, die Leute haben mitgenommen. Jetzt geht's weiter. Nach Bielefeld. Die Stadt, die nicht existiert. Genau, die Zwede war ja... Steht, dass wir mussten, weil sie woanders hin wollten als wir. Tanken brauchen wir noch nicht. Ich vermute eh nicht, dass wir tanken müssen. So, jetzt sind wir raus aus Osnabrück. Jetzt geht's weiter nach Bielefeld. Was wir nur auf 48 Kilometer noch haben.
Ja, und? Sind wir schon da? Nur 19 Kilometer noch? Ja, ja, die nächsten Orte liegen alle nah beieinander. Das ist jetzt eigentlich schnell zu schaffen. Nein, es war ein Bremslicht. So, aber wenn man die Kamera umgeschwenkt hat, das sage ich nicht so beabsichtigt. Tja, mit dem Unterschied, ich werde dafür bezahlt. Wir müssen einmal leider außen rumfahren, wenn wir richtig stehen müssen. Die Trophäe freigeschaltet. Ich weiß nicht genau, was Conspiracy heißt, aber irgendwie so wahrscheinlich fiktiv oder sowas. Oder unsichtbar oder nicht existieren oder was auch immer. Der Benny! Jawohl! Drei Leute? Ach, da hinten schon ab. Siehe. Hallo! Hallo? Sie wollen bestimmt mein Ticket. Natürlich, der Luiz. Luiz. Hallo? 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 Mahlzeit. Bitte schön. Nicht für schöne Mal. So, Fahrt starten. Wir haben jetzt von Bielefeld nach Steinhude oder 32 schon sind es jetzt auf jeden Fall. Gut, das kriegen wir hin. Das haben wir noch, der erfahren wir in dem Video noch. Hey, Flixbus, die Vorfahrt, das hat jeder gesehen. Geil, da waren wir schon. Auch die, wie viel Schaden wurde. Und dann gebaut der Flensburg. Und du Arschloch kannst gleich laufen. Ich fahre noch nebenher und applaudiere.
Ja, muss ich. Das ist mein Job. Super. Wir haben gesagt, das weniger als der Hälfte am Tank. Aber ich denke mal, in jeder Stadt wird so eine Tankstelle geben. Jetzt haben wir noch mal 100 Kilometer bisher. Alles geh mal rüber, da gehörst du hin. Diese Mittelspurschleicher. Oh. Jetzt. Hallo. Du musst die Leute dabei doch mal zu ihrem Glück zwingen. Und wenn es mal gut auf die rechte Spur ist. So. Freunde! Ah, Hilfe! Warum soll man sich also anschauen? Und trotzdem tut sich jeder bei der letzten Polizeikontrolle hat nämlich gesagt, war nämlich. Oh, jetzt muss ich ein bisschen Baustelle durch. Hallo! 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 Guck mal, ich schieb den sogar noch an, damit der schneller wird. Ich schieb ihn mit. Hallo! Och, geh mir auf den Sack jetzt gerade. Die Baustelle ist breit genug, da kannst du schön mit. Knallst du schön mit 100 durch. Ja klar, natürlich. Wie gesagt, mein Job. 74 haben wir noch bis Steinhude, ne? Und dann haben wir Hannover noch. Und dann wird es am Bauern. Also viel ist es nicht mehr. Kann ich eigentlich durch? Ja. Ja, du bist anders. Hauptsache, ich werde vom scheiß Taxi rechts überholt. Und der nächste kommt angefeuert. Da, Alter, hier, Spur ist links zu überholen, nicht rechts. Hauer Zahl. Na gut, ist jetzt der Viertel zu Stopp, danach wird's, da hängen sie hängt eh alles aneinander. Okay. Kann man doch mal machen. So, Steinhude rechts ab. Schon nie gehört den Ort. Keine Ahnung. Ich kenne das nicht jetzt nur durch den Simulator. Das ist eine Autobahn, so macht der 2. Ja gut, ja, 2 bin ich schon lange nicht gefahren. Normalerweise
Die geht ja auch an Gelsenkirchen vorbei, weil ich am Stadion gekommen bin. Aber ich bin ja zwei meistens sowieso mal außen gefahren und das war's dann auch. Ich schwing's bloß, ich muss hier durch. Ja und der Fahrer und Taxi interessiert mich doch herzlich wenig. So, jetzt sind wir in Steinhude. Noch zum Medex. Oh, Alter. Oh. Hab sie. Der Bus wäre normalerweise sowas von Schrott. Aber es gibt ja kein Schadensmodell im Spiel. Wäre eigentlich mal witzig, wenn es wegen gehen würde. Da muss ich nämlich höllisch aufpassen. Ich war noch gar nicht in, war noch nicht in Steinhude, bitte. Was sind wir denn jetzt? Das könnte man sagen, das könnte Steinhude sein. Was war denn das davor für ein Ort? War das Hannover? Nee, ne? Nee, das war was anderes. Ich habe keine Ahnung, was das davor war. Jetzt kommen wir mit der Steinhude rein. Vor der Naht, eigentlich. Jetzt sind wir bestimmt gleich, wenn wir zurückfahren. So, damit ein herzliches Willkommen erstmal in Steinhude. Werden wir von der Polizei verfolgt? Nö, die macht sowieso nichts. Die kannst du auch um den Straßengraben ran, das juckt die von wenig. Das juckt die nicht. Hier kommen wir gar nicht vorbei. Kam es mal hin? Nee. Boah, Medex geht auch, fällt es vor. So ein Raus. Na und? Jetzt sind wir richtig. So, jetzt haben wir Steinhude abgeschlossen. Weil sie freigeschaltet ist es. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Stimmen Sie das nur an. Die würde schon sagen, wenn es nicht passt. Hey, cool. Guten Tag. Hören Sie? Servus, fahren Sie in meine sehr Freunde. Hallo. Cool. Habe ich jetzt lang genommen? Nee, hier sind noch zu hier. Tja, passiert. So, tschüss, weiter geht's. Jetzt fahren wir weiter nach Hannover, ne? Halt, mal kurz anmelden, dass wir hier weitermachen. 20.15 Uhr bis
sollen wir gleich durch sein. Aber das weiß ich noch nicht. So, Hannover. So, wahrscheinlich geht's jetzt eh schnell. Gut. Warte mal kurz. So, jetzt ist es richtig. So, die Leute haben mitgenommen, jetzt geht's weiter. Nach Bielefeld. Die Stadt, die nicht existiert. Genau, die Zwedi war ja stehen lassen mussten, weil sie woanders hin wollten als wir. Tanken brauchen wir noch nicht. Ich vermute eh nicht, dass wir tanken müssen. So, jetzt sind wir raus aus Osnabrück. Jetzt geht's weiter nach Bielefeld. Was wir nur auf 48 Kilometer noch haben. Ja, und? Sind wir schon da, ne? 19 Kilometer noch. Ja, ja, die nächsten Orte liegen alle nah beieinander. Das ist jetzt eigentlich schnell zu schaffen. Nein, wir fahren bremslich. So, aber wenn man die Kamera umgeschwenkt hat, das sage ich nicht so beabsichtigt. Tja, mit dem Unterschied, ich werde dafür bezahlt.
So. Wir müssen einmal leider außen rumfahren, wenn wir richtig stehen müssen. Die Trophäe freigeschaltet. Ich weiß jetzt nicht genau, was Conspiracy heißt, aber irgendwie so wahrscheinlich fiktiv oder sowas. Oder unsichtbar oder nicht existieren oder so auch immer. Der Betty! Jawohl! Drei Leute? Ach, da hinten schon ab. Hier. Hallo! Hallo? Sie wollen bestimmt mein Ticket. Natürlich, der Luiz. Luiz. Hallo? 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 Mahlzeit. Bitte schön. Nicht für schöne Mal. So, Fahrt starten. Wir haben jetzt von Bielefeld nach Steinhude, 132 schon sind es jetzt auf jeden Fall. Gut, das kriegen wir hin. Das haben wir noch, der erfahren wir in dem Video noch. Hey, Flixbus, die Vorfahrt, das hat jeder gesehen. Geil, da waren wir schon. Auch die, wie viel Schaden wurde. Und dann gebaut der Flensburg. Und du hast doch ganz gleich laufen. Ich fahre doch nebenher und applaudiere. Ja, muss ich. Das ist mein Job. Super. Wir haben gesagt, das ist weniger als die Hälfte am Tank. Aber ich denke mal, in jeder Stadt wird so eine Tankstelle geben. Jetzt haben wir nochmal 100 Kilometer bisher. Geh mal rüber, da gehörst du hin. Das sind diese Mittelspurschleicher. Oh. Jetzt. Hallo!
Du musst die Leute dabei doch mal zu ihrem Glück zwingen. Und wenn es mal gut auf die rechte Spur ist. Freunde! Oh. Ah, Hilfe! Warum soll er sich also anschauen? Und trotzdem tut sich jeder bei der letzten Polizeikontrolle an, nämlich gesagt, da nämlich. Oh, jetzt muss ich ein bisschen Bäusche übrig. Hallo! 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 Guck mal, ich schieb den sogar noch an, damit der schneller wird. Ich schieb ihn mit. Hallo! Och, geh mir auf den Sack jetzt gerade. Die Baustelle ist breit genug, da kannst du schön mit. Knallst du schön mit 100 durch. Ja klar, natürlich. Wie gesagt, mein Job. 74 haben wir noch bis Steinwude, ne? Und dann haben wir Hannover noch. Dann wird es am Bauern. Also viel ist es nicht mehr. Kann ich eigentlich durch? Ja. Hauptsache, ich werde vom scheiß Taxi rechts überholt. Und der nächste kommt angefeuert. Alter, hier, Spur ist links zu überholen, nicht rechts. Hauer Zahl. Na gut, ist jetzt der Viertel zu Stopp, danach wird's, da hängen sie hängt eh alles aneinander. Okay. Kann man doch mal machen. So, Steinhude rechts ab. Schon nie gehört den Ort. Keine Ahnung. Ich kenne das nicht jetzt nur durch den Simulator. Das ist eine Autobahn, so macht der 2. Ja gut, die A2 bin ich lange nicht gefahren. Normalerweise, die geht ja auch an Gelsenkirchen vorbei, weil ich am Stadion gekommen bin. Aber ich bin die A2 meistens sowieso über außen gefahren und das war's dann auch. Ich fix's bloß, ich muss hier durch. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Ja, und der Fahrer und Taxi interessiert mich doch herzlich wenig. So, jetzt sind wir in Steinhude. Noch zum Medics. Also, oh, Alter. Oh. Hab sie.
Der Bus ist normalerweise sowas von Schrott. Aber es gibt ja kein Schadensmodell im Spiel. Wäre eigentlich mal witzig, wenn es wegen gehen würde. Da muss er nämlich höllisch aufpassen. Wir waren noch gar nicht in, war noch nicht in Scheinhude, bitte. Was sind wir denn jetzt? Das wird mir heute sagen, Herr Schild. Das könnte Scheinhude sein. Was war denn das davor für ein Ort? Was, Hannover? Nee, ne? Nee, jetzt war was anderes. Ich habe keine Ahnung, was das davor war. Jetzt kommen wir mit der Steinhude rein. Vor der Naht, eigentlich. Jetzt sind wir bestimmt gleich, wenn wir zurückfahren. So, damit ein herzliches Willkommen erstmal in Steinhude. Werden wir von der Polizei verfolgt? Nö, die macht sowieso nichts. Die kannst du auch um den Straßengraben ran, das juckt die von wenig. Das juckt die nicht. Hier kommen wir gar nicht vorbei. Kam es mal hin? Nee. Boah, Medex geht auch, fällt es vor. So ein Raus. Na und? Jetzt war richtig. So, jetzt haben wir Steinhude abgeschlossen. Weil sie freigeschaltet ist es. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Stimmen Sie das nur an. Die würde schon sagen, wenn es nicht passt. Hey, cool. Guten Tag. Hören Sie? Servus. Haben Sie meine sehr Freunde. Hallo. Cool. Habe ich jetzt lang genommen? Nee, hier sind noch zu hier. Tja, passiert. So, tschüss. Weiter geht's. Jetzt fahren wir weiter nach Hannover, ne? Halt, mal kurz anmelden, dass wir hier weitermachen. 20.15 Uhr. Das sollte eigentlich durch sein. Aber das weiß ich noch nicht. So, Hannover. Hannover. Sag mal, was war das nur da vorne auf eine Einladung? Ja, du nicht, ich schon. Boah, Alter. Schlecht hier mit 90.
das für eine Ortschaft hier? Ach, hör mal. Wunstorf. Okay. Das ist der Ort, den wir eben gerade gesehen haben, der kurz vorher war. Wir fahren jetzt einmal quer rüber nach Hannover. Das sind ja auch nur 30 Kilometer. Und dann haben wir ja schon Braunschweig und Wolfsburg noch. Also wir sind jetzt ziemlich zeitnah durch mit der Folge. Mit dem Let's Play hier. Also mit dem Dings. Wir haben die Filme mit Diana Rüssel und Sandra Bullock gesehen. Zum nächsten Mal, sie meint Speed. Ja, habe ich gesehen. Und B, na und? In dem Film geht es quasi darum, dass ein Bus nicht langsamer als, was war's, 35 Meilen, also 50 km/h fahren darf. Sonst geht eine Bombe an Bord hoch. Die Leute denken, oh, du Mika, dir fällt es genau so. Na und? Das ist nicht. Rote Ampel. Geschenkt. So, ein paar Minuten noch bis Hannover. 14 Kilometer sind sie zusammen noch. Haben Sie so einen? Du nicht? Bin ich da, ne? Ich hab den Tanker aus oben, wir sind Viertel noch. Frage, kann ich mit dem... Ja, das wäre geil, wenn wir mit dem Tank durchfahren können, ne? Auf jeden Fall gleich gucken, wie weit wir nach Wolfsburg und Hannover haben. Ich glaube, das geht, wenn wir Wolfsburg und Braunschweig haben. Im Helden kannst du nicht mal eben links von der... Links von der Verkehrsinsel vorbeifahren. So, herzlich willkommen in Hannover und ich war tatsächlich sogar schon mal hier. Ich kann mich so ein bisschen dran erinnern, aber das ist eine ganze Weile her. Wo bist du denn lang? Da lang? Das war damals größer. Damals gab es auch Straßenbahn, die er halten hat. Deine Mutter! Auf dem ist heute Samstag. So. Der Braunschweig. Braunschweig. Vielen Dank. Ihr mögt euch, ja? Mahlzeit. Bin ich hier richtig? Ja, wir sind erwischt worden. Vielen Dank. Da soll jeder, natürlich leben, wie er Lust und Laune hat. Also ich schreibe jetzt nicht irgendwie im Vor, wie er Leben zu leben hat. Alles ist gut. So, Türchen zu, Gang rein, Einbremse los und weiter geht's jetzt nach Braunschweig. So, wann ist Pause? Die erste, die nächste? 2015. Ja, 116 Kilometer, also das ist auf jeden Fall das Braunschweig mit Wolfsburg auseinander. Auch so gegenüber, so ein Gegenüber-Ding, ne? Ja, das machen wir definitiv dann im letzten Videoteil. So. Gut. Ja, die letzten 115 Kilometer bis nach Braunschweig und dann geht's weiter, ja, auch schon nach Wolfsburg. Dann sind wir schon durch mit der Route und dann haben wir zum Frankreich gemacht. Ich glaube, dann haben wir Deutschland größtenteils abgearbeitet. Eigentlich können wir aus Deutschland rückwärts fahren, ne? Und dann Paris oder dann die Franzosen von Frankreich von unten abarbeiten.
Könnte man auch theoretisch machen. Dann könnte man sogar schon in der nächsten Folge Deutschland und die Schweiz abschließen. Ja, ich glaube, so machen wir es fast sogar. So machen wir es. Schließt man in der nächsten Episode Deutschland und die Schweiz komplett ab. War noch grün. So, wo wäre denn eigentlich der nächste Rastplatz? Gar keiner. Wir haben mal gesagt, 2015 müssen wir die Pause machen. Na, kein Rastoff kommt. Glaube ich zumindest, ne? Ja. 90 Kilometer. Was, warte mal, was habe ich gesagt? Hatte gesagt? 2015? Ja. Also gut in einer halben Stunde. Rechts wird es Hannover. Ich vermute auch jetzt, wenn wir hier jetzt durchfahren. Ja, wir müssen jetzt gleich Pause machen, das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass ich in der Ingame halben Stunde jetzt bis nach Braunschweig schaffe. Das sind 70 Kilometer noch. Das sind noch 70 Kilometer für 65 jetzt. Brauche ich nicht rüber, das habe ich der LKW noch. Ne? 20 Minuten mal, wir haben noch 50 Kilometer. Das wäre die Punktlandung in Braunschweig, wenn wir das schaffen würden. Was haben wir denn hier noch? Hier im Mixbär, ne? Sonst. Hier wäre die Tankstelle. Das war ein Punkt, das war durchkommen. Nee, das ist mir zu heiß. Ja, ich kann sie euch durchfahren, aber nun ja, wir machen es einfach mal. Jetzt hast du natürlich das lästige Zählen.
Mein Gott. Hauptsache hier voll die Gang, ne? Die drei hier. Erinnere mich hier an, ach, wie heißt er, der Ami. Chef Andy Rush, Andy Rush. Müssen wir mal googeln. Chef, das Chief Andy Rush heißt er, glaube ich. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, 20, 21, 23, perfekt. Alle kontrolliert, alle da. Ich sehe mal nicht, ob man passiert, dass ein Fahrgast weg war. Kann das passieren? So, und jetzt fahren wir den Sonnenuntergang hinterher in Richtung Braunschweig. 45 Kilometer noch. Und dann haben wir die letzte Etappe noch bis nach Wolfsburg. Und dann sind wir dann auch mit dem Fernbus-Simulator bzw. mit der Folge durch. Und dann werden wir uns die Schweiz und ja, die zwei Haltestellen Deutschland und die Schweiz gewonnen. Und dann kümmern wir uns danach, wahrscheinlich ab der übernächsten Folge, Step by Step um Frankreich kümmern und dann sind wir nämlich durch mit Play. Bis zum Ende des Jahres, wo dann irgendwann Dänemark kommen soll. Was wir dann natürlich auch jetzt playen werden. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, die letzten 30 Kilometer bis nach Braunschweig. So, schön auf den LKW versenken und dann einmal kurz hier in die Ausfahrt rein. So wie es richtig kommt, wie es gut immer gut kommt. Ihr glaubt nicht, wie viele Idioten es gibt, die es wirklich machen. Die das Ding hier in Real Life bringen. Wie gesagt, ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin Busfahrer, ich erlebe so viele Dinge. Zwar nicht so krass in der Autobahnausfahrt, links überholen und sowas, aber ich fahre normalerweise mittig, weil ich links abbiegen will, quasi die rechte von dem Linksabbieger spuren. Die zwei, die rechts, ganz rechts geht nach rechts. Ich werde überholt oder schnibbel die komplett rein und ziehe einmal durch und biege dann rechts ab, entspannt. Also manchmal verstehe ich echt die Leute nicht und ja. So, wie viel haben wir noch an Liter Sprit? Ich schaffe bestimmt noch bis Wolfsburg, oder? 12 Kilometer noch. Also. So, Braunschweig sagt mir jetzt letztlich wenig, weil, ja, ich muss sagen, ich war da noch nie. Klar, ich will nach Hause. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich mit einer Pause durchkomme, aber die Strecke ist natürlich zu lang. Ja, und aus dieser Stadt kommt tatsächlich einer von Deutschlands bekanntesten YouTubern. Auch dieser YouTuber hat den Flixbus-Simulator, den Fernbus-Simulator gespielt. Ich sag nur, Busfahrer Jürgen. Genau der. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Ich muss den Gang mal rausnehmen.
Ich habe jetzt kurz den Gang rausgenommen, weil so toppt mein Bus ab. Wir stehen jetzt hier. Upsi! Das muss natürlich noch mal kurz am Ende passieren. Ich wollte eigentlich die kürzeren Weg nehmen. So, jetzt fahren wir hier einmal rund. Ob das wirklich beabsichtigt? Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo wir lang müssen. Boah, Alter. Ich hätte es fast geschafft sogar, ne? Na komm, Buswechsel, wenn in drei Zügen. Scheiße, ich glaube, ich habe dich ein bisschen übertrieben. So, dann scheiß Transport, dann musst du natürlich noch da rein. So, vorletzte Stadt. Nämlich Braunschweig. Geduld aber Alter, steht mir nicht alle im Wege. Gut, ich hätte jetzt irgendwas mal nichts übrig, Wolfsburg. Hier wollen wahrscheinlich alle woanders hin. Oh, Alter, die Sonne blendet aber übelst, ey. So, so, letzte Ziel. Na ja, das kriegen wir hin. So, liebe Leute, wir sind so gut wie am Ende. Haben wir jetzt immer noch gemeinsam. Das war quasi fast durch direkt die Fahrt von Kiel über Flensburg, Osnabrück, Bielefeld, Steinhude, Hannover, Wolfsburg, Braunschweig, hier jetzt gerade nach Wolfsburg. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, es hat Spaß gemacht, auch mir zuzusehen und dass ich für euch das Ding hier angegangen bin. Wie gesagt, in der nächsten Episode habe ich zumindest vor, Deutschland und die Schweiz abzuschließen. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Ich will Feierabend machen, lass mich in Ruhe. So.
Die letzten Meter 20 sind es doch, 25 sind es doch knapp. Ich wollte gerade sagen, es fühlte sich gerade so ein bisschen danach an, als wäre der Tank leer. Das Auto ist ja lange, der muss ja langsam fahren, aber nein, fährt er nicht, der fährt trotzdem 100. Also, wir fahren hier nicht mehr so viel. Pause machen brauchen wir natürlich nicht. So, jetzt nach 8 Kilometer auf dieser Fahrt hier. Und damit herzlich willkommen in Wolfsburg. Ach cool, wir brauchen jetzt hier nicht noch irgendwo eine Wendeaktion zu machen, sondern wir fahren jetzt unsere Probleme durch. Und damit haben wir es dann. Ja, wir sind schon da, liebe Leute. Oh, ich stehe mir nicht im Weg. Halt mal, kann ich nicht. Ja. So. Gut, damit haben wir es. Wir sind in Wolfsburg angekommen und haben einen Tag 25 Kilometer durchgezogen. Jetzt in, ja, gut 2 Stunden. Ja, etwas mehr. Etwas weniger, oder? Genau, ungültige Tickets. Ich habe das ja bewusst einfach mal gemacht jetzt gerade. Qualität. Auf der Straße gefahren 97,9%. Ja, mein Gott. So, eine neue Route. Neue Glück, neue Route. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt Deutschland und die Schweiz abschließen. Das ist dann die 16. Und zwar werden wir Luzern, Bern, warte mal, oder auch nicht. Warte. München. Wir werden in Innsbruck, wir werden in Innsbruck fahren. Das macht ja meistens Sinn jetzt. Innsbruck. Hohenschwangau. Konstanz. Bern. Genf. Ja. Und wenn wir dann Lyon nach Grenoble. Wir sind ja einfach von der Strecke her. Wir werden Grenoble fahren. Dann kann ich von dort aus nämlich nach Dings fahren. Nach Nizza. Nizza mal sehr entfahren. Gut, das sind die nächsten Aufgaben. Und das werden wir uns dann ansehen morgen, wenn ihr Bock drauf habt. Wieder um 18 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen beim Flixbus-Simulator.